Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir uns eine Betonuhr gegossen haben. Also die ist jetzt wirklich richtig aus Beton gegossen und dann in ein Uhrwerk eingesetzt. Wir zeigen euch am besten mal, wie das geht. Schaut ein paar Minuten zu, viel Spaß! Um euch so eine Uhr aus Beton oder aus irgendwelchen anderen Materialien zu bauen, braucht ihr natürlich auch erstmal ein Uhrwerk. Ich habe jetzt eins bekommen bei Lidl, gab es das glaube ich mal irgendwann im Angebot, aber das gibt es bestimmt auch mal bei Kick oder im Internet findet ihr sowas sicher auch. Ist eigentlich so ein Set, da kann man so eine Uhr an, so eine Eule an die Wand kleben und die Uhr davor setzen und hat dann eben eine Eulenuhr. Wir brauchen nur das innere Teil, also nur die Uhr, die Zeiger und natürlich also das Uhrwerk, wo die Batterie dann reinkommt. Und das packen wir jetzt erstmal aus. Und das ist dann jetzt eigentlich das wichtigste Teil, neben der Betonhülle für unsere Uhr natürlich. Aber das müssen wir jetzt erstmal ausmessen, wie groß das ist. Dafür müsst ihr natürlich Platz lassen in der Betonuhr. Ich hatte hin und her überlegt, was ich mir für eine Uhr machen werde, gießen werde. Ich habe jetzt einfach mal eine runde Uhr gewählt, weil es halt die einfachste Variante ist, sich selbst eine Gießform anzufertigen. Ich habe mir dann eben aus Pappe eine Gießform gemacht, aber die Pappe ermöglicht euch natürlich jetzt jede Freiheit der Form. Ihr könnt also auswählen, ob ihr die zackig macht oder hier ab und zu mal bloß eine Ecke reinsetzt, ob ihr die viereckig macht, also quadratisch, rechteckig, rund, oval. Ihr könnt jetzt die Uhr so gestalten, wie ihr wollt. Ich bin jetzt einfach mal bei rund hängen geblieben und mache mir da in die Mitte so ein, naja, zeichne ich mir an, wie groß meine Uhr ist. Und da müssen wir natürlich ein Loch lassen, um die Uhr später einsetzen zu können. Das male ich mir jetzt hier erstmal an. Und da machen wir nachher auch noch einen Platzhalter rein. Ich habe mir dann jetzt für mein Uhrwerk einfach hier in die Mitte noch so einen Kreis mit Pappe als Platzhalter gesetzt, festgeklebt. Und dann kann da auch schon der Beton eingefüllt werden und das wird dann erstmal unsere Betonuhr. Eine wichtige Sache ist noch zu beachten, bevor ihr den Beton einfüllt bei der Uhr. Die Uhr ist ja nur, hat ja nur eine bestimmte Stärke. Ihr sucht euch ja eine eigene Uhr aus, ihr könnt ja auch eine alte nehmen, irgendwo ausbauen oder was weiß ich. Und dann müsst ihr darauf achten, dass der Beton eben nicht viel dicker wird, als eure Uhr eben hoch ist. Sonst verschwindet die Uhr da ganz drin, wäre noch die beste Variante. Wenn ihr es zu dünn macht, guckt die Uhr natürlich raus unten, das wäre natürlich blöd. Also messt euch einfach aus, wie dick das ist. Hier oben verdeckt ja nachher die Uhr dieses Loch, was hier so ist, was wir jetzt gelassen haben. Ihr müsst das Loch auch nicht mittig machen, ihr könnt es auch irgendwo an die Seite, ihr könnt ja auch eine ovale Uhr bauen, hatte ich ja auch gesagt. Das sind jetzt hier 2 cm und die malt ihr euch einfach an euer an eure Form hier an, 2 cm und dicker darf das dann eben halt nicht werden. Macht euch irgendwo ein paar Striche hin, damit ihr das seht und dann Beton reinfüllen und eben halt nicht höher als diese Striche. Dann könnt ihr euren Beton einfüllen. Wir haben jetzt hier wieder Weißzement und Sand gemischt, 2 Teile Sand, 1 Teil Weißzement und den könnt ihr dann in die Pappe einfüllen, also in eure Pappform. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gezeigt, dass Pappformen das halten und vor allem auch, wie man eine Pappform als Gießform, als Gießrahmen oder sowas baut. Könnt ihr mal in den Videos stöbern. Und jetzt müsst ihr natürlich beim Einfüllen darauf achten, dass ihr nicht höher kommt, als hier eure Striche da gemacht habt. Höher ist nicht so schlimm. Naja, höher ist nicht so schlimm, aber niedriger ist schlimmer. So dick wollen wir so eine Uhr ja auch nicht haben. Niedriger ist schlimmer, wenn die Uhr hinten rausguckt, das stimmt natürlich. Aber dass ihr so ungefähr das Maß habt und dann 1-2 Tage fest werden lassen. Müssen wir mal schauen, wie lange wir brauchen. Zeig den Leuten noch, wie wir sie an der Wand hängen. Ach so, ja. Wir haben uns jetzt einfach einen Anhänger gebastelt. Ihr könnt natürlich auch, es gibt so eine fertigen Teile, die man eigentlich einfach einlassen kann in den Beton hier hinten und dann kann man die Uhr dran aufhängen. Haben wir aber nicht. Haben wir aber wieder nicht. Also basteln wir uns irgendwas. Haben wir ein Stück Draht gebunden und drücken den einfach mit rein. Genau. Der wird jetzt hier mit fest und dann daran hängen wir dann unsere Uhr eben auf. Schön. Wir haben unsere Uhr jetzt so ungefähr 3 Tage härten und trocknen lassen, weil je eher ihr da rangeht, kann euch ein Stück abbrechen. Gerade wenn ihr die Pappe kaputt macht oder sowas, kann es passieren, dass euch irgendwo ein Teil abbricht, wenn ihr zu schnell seid.
Beton bricht in den ersten Tagen wie Porzellan, wenn man dagegen kommt oder sowas. Da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Also wir haben es jetzt ein bisschen länger drin gelassen und schalen es jetzt eben aus. Und da bleibt es dann auch heile. So, hier ist es dann mal fertig ausgeschalt. So sieht jetzt einfach nur der Rand von der Betonuhr aus. Und dann wird es jetzt noch gestaltet, ist ja logisch. Man kann es noch bemalen, bekleben. Das machen wir jetzt auch noch und die Uhr muss ja auch noch rein. Und dann könnt ihr eure Uhr auch langsam anfangen zu bemalen. Also ich nehme dann wieder eine matte Farbe, eine matte Acrylfarbe, Deca Color Matt. Die ist luftdurchlässig und alles, also kann man auch den Beton schon bemalen, ehe der richtig ausgehärtet ist. Wie gesagt, Beton braucht immer 28 Tage, um richtig auszuhärten, damit die Restfeuchte noch raus kann und was weiß ich. Aber wenn die Farben luftdurchlässig sind und nicht gerade eine Lackfarbe sind, die die Poren und alles verschließen, kann man natürlich mit Acrylfarbe da schon bemalen. Dann müsst ihr gucken, ob eure Uhr reinpasst. Das habe ich schon geprüft. Meine Uhr passt perfekt. Aber bevor ich die einklebe, bemale ich halt natürlich den Beton und beklebe den erstmal mit meinen Schmucksachen, die ich jetzt hier habe. Beim Gestalten der Uhr müsst ihr jetzt aber auch darauf achten, dass ihr die Sachen oben gestaltet, die ihr oben haben wollt. Also der Hänger ist hier, also ist das meine Uhr oben. Und so müsst ihr dann auch eure Deko anbringen, damit ihr dann wisst, so hier halt, da muss ich was machen. Ich positioniere mir jetzt einfach auf 9, auf 6, auf 3 und auf 9. 9 und auf 12. Und auf 12 ein paar Sachen, dass ich weiß, so hier ungefähr sind dann die Uhrzeiten, wie ich sie brauche, damit man ungefähr weiß, wie. Und dann klebe ich mir noch ein paar Deko-Elemente mit dazwischen, die ich gerne drauf haben möchte. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht höher sind, als eure Zeiger sind. Oder dass die Zeiger da immer noch gut dran vorbeikommen. So habe ich mir gedacht, will ich das aufkleben. Müsst ihr euch erstmal ein bisschen ausprobieren und dann festkleben, wenn ihr sicher seid, so wollt ihr das haben. Um die Teile zu befestigen, habe ich jetzt hier so einen Fliesenkleber aus der Tube. Das ist natürlich eine coole Sache, weil man das nicht extra anrühren muss. Und man kann einfach gleich damit arbeiten und hat keine Sauerei im Haus, ist aber trotzdem richtig Fliesenkleber und hält natürlich solche Sachen, die ich jetzt hier habe. Der Fliesenkleber hat bei mir ruckzuck angezogen. Die Teile sind ganz schnell fest geworden, also kann man dann anfangen, seine Uhr zu bemalen und noch weiter zu gestalten. Also ich bin ja immer dafür, wenn, dann ein bisschen mehr. Und ihr könnt sie auch puristisch halten, einfach nur eine Betonuhr gießen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt auch Bilder draufkleben, Zahlen draufkleben, Zahlen drauf malen. Ihr könnt drauf Serviettentechnik drauf machen. Ihr könnt drauf schablonieren oder da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich habe eben hier gerade meine schönen Embellies selber gegossen, die ich jetzt hier eben immer wieder toll finde auf meinen Bildern oder auf mein Hundebettchen hatte ich die schon mal gezeigt oder alles, was ich so gemacht habe. Und ich finde es eben immer wieder cool, wenn diese Teile am Ende mit Metallfarbe, also Metallicfarben, dann noch ein bisschen hervorgehoben werden. Das finde ich einen coolen Effekt. Das macht mir immer wieder Spaß und deswegen gestalte ich jetzt damit erstmal eine Weile meine Teile, bis mir wieder was anderes besser gefällt. Serviettentechnik hatte ich ja auch eine ganze Weile gemacht. Also das ist schon eine schöne Sache hier mit diesen Dingern. Wer jetzt schon mehrere von meinen Videos gesehen hat in letzter Zeit, wird natürlich wissen, dass die Uhr nicht schwarz bleibt. Wäre ja blöd, nur eine schwarze Uhr zu machen. Wir machen die ein bisschen bunt. Ich finde es immer wieder schön, wenn das so noch farbig draufgewischt wird. Kann man einfach zweifarbig den Schwamm eintupfen und in die relativ feuchte Farbe noch reinwischen, dass die Uhr ein bisschen Farbe bekommt und nicht ganz schwarz bleibt. Nur schwarz ist immer doof. Also finde ich nicht so schön. Obwohl schwarz und gold ja auch toll aussieht. So, dieses Blau und Lila, was ich genommen habe, ist auch einfach Acrylfarbe von der gleichen Sorte. Zu
zum Aufstupfen. Und jetzt nehme ich einfach noch einen goldenen Ton davon und hebe damit meine Teile, die ich hier so aufgeklebt habe, noch ein bisschen raus. Meine Embellies, sagt man ja dazu. Embellies findet man blöd, ein bisschen alles auf Englisch. Also das sind Verzierungen auf Deutsch und die hole ich jetzt hier noch ein bisschen raus mit einem Schwämmchen, dass die noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ganz vorsichtig, bloß mit dem Schwämmchen drüber. Ich könnte jetzt so noch ein bisschen Gold verteilen. So, und ganz zum Schluss könnt ihr dann die Uhr auch noch mit Fliesenkleber einsetzen. Der Rand hier von der Uhr, das hatte ich ja vorher abgemessen, deckt das Loch dann ab, was ich da in der Uhr gelassen habe. Trotzdem richtig schön Fliesenkleber drauf oder Kraftkleber oder Montagekleber. Es gibt so viele verschiedene Sorten Kleber. Jeder hat einen anderen Kleber zu Hause. Ich habe jetzt hier gerade diesen Fliesenkleber, der natürlich gut zu Beton passt. Dann müsst ihr die Uhr natürlich auch so einsetzen, dass ihr auf eure 12 und auf eure 6 hier aufpasst. Einsetzen und festkleben. So. Und wenn dann eure Farben getrocknet sind, dann könnt ihr der Uhr natürlich ihren Platz verpassen. Also hängt sie irgendwo auf, wo ihr sie toll findet. Auf einer Terrasse kommt die natürlich auch gut zur Geltung. Sucht euch einen schönen Platz. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt was Neues gelernt. Viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss.